Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Wir stehen direkt vor dem Puppenkönig und ja, die erste Phase läuft ganz gut. Ich habe überlegt, dass ich den ein bisschen bewerfen möchte. Ich möchte ihm ein paar meiner Feuerkanister, kurze Distanz, ein Feuerbereich, Streugranate, Körperflüssigkeitsflasche. Erheblichen Schlagschaden. Vier Wurfobjekte. Ja, gucken wir mal. Vielleicht reicht das, um ein bisschen Schaden zu machen, damit ich die zweite Phase leichter überstehe. Die Wurfobjekte sind auch nur für die zweite Phase. Ich habe immer das Gefühl, das ist super knapp mit diesem Ding. Zu spät. Ich habe es nicht richtig gesehen wegen dem Tisch. Oh nee. Okay. Mist. Oh. Nice. Wurfobjekte for the win. Let's go! Oh, was ist das? Nee. Ach, come on. Oh, das war erst die erste Phase. Okay, zweimal. Ah, viermal. Boah. Boah. Nein! Boah!
Das war jetzt erst die erste Phase und ich hatte mit der ersten Phase schon solche Probleme. Holy guacamole. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Ich habe noch ein kleines Fünkchen Hoffnung, dass die große Puppe jetzt kaputt ist und ich nur noch gegen den Kleinen kämpfen muss. Ich habe ein kleines bisschen Hoffnung. Ach, scheiße. Oh, scheiße. Ich check das nicht. Ich check es nicht. Ich check es nicht. Ich check die zweite Phase von dem nicht, ey. Das ist so krass. Also, er hat drei Phasen in dem Fall. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und hier weiß ich nicht, was das soll, was ich machen soll. Boah. Und hier ist wieder das Off-Timing so mies. Ich brauche halt alle Heilung. Ich brauche alle Heilung, nur um die zweite Phase rumzubringen. Ach, scheiße. Oh je. Leute, das wird dauern. Das wird lange, lange, lange dauern. Das braucht jetzt viel Übung. Und wir brauchen alle ganz, ganz starke Nerven. Muss ich hier weit weg von ihm? Ja, wenn ich weg bin, dann geht's.
zweimal. Ein Dreher. Nein, zu nah dran. Paul, grüß dich. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Ich komme ja nicht mal durch die zweite Phase ordentlich durch. Oh Gott, und es sind drei Phasen. Oh Mann. Ja, ich heul gerade rum. Entschuldigung, ich heul gerade extrem. Ich versuch's zu vermeiden. Mir fällt aber nichts anderes ein, was ich sagen kann. Oh Mann. Ach. Mist, ich war in der falschen Position. Okay. Okay, eine Heilung. Boah. Nein, der vierte. Ah, manchmal macht er zwei, manchmal drei, manchmal vier. Ah. Puh. Boah, heftig. Heftiger Boss.
Aber der Kleine ist mir tausendmal lieber als die zweite Phase vom Großen. Klar, ich habe vergessen, dass er da zweimal haut. Off-Timing wieder. Zweimal, zweimal, wenn er von links kommt. Nach dem auf mich zulaufen kommt ein Schlag, den man ausweichen muss. Keine Ahnung, Off-Timing hoch 10. Weiß ich nicht, hinfallen lassen, Schlag. Ja, fuck, keine Ahnung. Zweimal. Ich hasse diese Phase. Die ist so ätzend. Zu spät gedrückt. Zweimal. Nee, einmal. Oh. Zweimal. Oh. Und noch einer. Jawohl, geil. Oh, und dann noch außenrum. Irgendwie einen Dreher am Boden entlang gewischt. Dagegen ist die dritte Phase ja nix. Dagegen ist die dritte Phase ein feuchter Dreck. Da mache ich einfach nur wenig Schaden und er teilt viel aus, aber das ist alles... Das kann ich lernen. Das in die dritte Phase kann ich easy lernen. Aber ich muss erstmal dahin kommen. Die zweite Phase ist... Ich hasse es jetzt. Ich hasse es jetzt schon. Heftige Nummer. Richtig heftige Nummer. Nein, noch, dann läuft er nicht, dann schlägt er zu, dann braucht er noch 100 Jahre, bis das Losrennen anfängt. Nach dem Affentanz kommt ein Wischer. Nach dem Affentanz kommt ein Wischer. Affentanz, Wischer. Okay, den habe ich zum ersten Mal gesehen. Geil. Wischer, Rückwärtswischer. Wischer, doppelter Wischer. Nein, diesmal nicht. Wischer, doppelter Wischer. Diesmal schon. Oh. Oh.
Nee, was war das nochmal? Scheiße, da muss ich an ihn ran. Wenn das oben macht, muss ich an ihn ran. Wenn das unten macht, muss ich von ihm weg. Shit. Und das würde ich gerne verteidigen, aber das ist auch wieder so ein seltsames Off-Timing, das er da hat. Weil der Hit erst später kommt, als man damit rechnet. Ich rechne viel früher mit dem Schlag auf mich, aber er wischt das so komisch zur Seite weg mit so einer seltsamen Bewegung, dass es für mich eigentlich der Schlag früher bei mir ankommt. Aber wenn ich dann drücke, dann... alles rickt. Boah, ist das eine miese Nummer hier, ey. Du bist eine Drecksau. Du bist ein richtiger Mistsackgegner. Nach der Clownspuppe jetzt sowas hier, ne? Zu spät gedrückt. So, und Wischer, jawohl, genau. Boah, dass das getroffen hat, war jetzt ein bisschen gemein. Ah, Mist. Okay, weg von ihm. Und hin zu ihm. Jetzt Doppelter. Da kommt jetzt immer ein Doppelter. Mist, zu spät. Wischer nach dem Affentanz. Mist, zu spät gedrückt, schon wieder. Doppelter. Er macht's am Boden. Weg von ihm. Ich habe nur einen Wischer, der mich spät trifft. Wischer, der mich früh trifft. Wischer, der mich früh trifft. Wischer, der mich früh trifft. Ich bin erst 25 Minuten da dran jetzt. Es sind erst 25 Minuten dran. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Weil ich auch nicht in die dritte Phase reinkomme. Ich könnte auch irgendwo Wurfobjekte kaufen, dann wäre die zweite Phase easy erledigt. So, jetzt geht die zweite Phase los. Erstmal
Spielewischer, Affentanz und Wischer. Wischer, 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 großer Wischer. Entfernungswischer, der dann trotzdem wieder nah dran kommt. Nach dem Hinfallen kommt ein Wischer. Das ist weit oben, da muss ich eigentlich nah an ihn ran. Das war scheiße. Warum kommt da ein Stachel aus dem Boden? Was ist das für ein Mist? Wischer. Wischer, Wischer, Doppelwischer. Er wischt mit mir den Boden sowas von auf. Affentanz, Wischer, jawoll. Und Wischer, der mich spät trifft. Wischer und Wischer zurück und doppelter Wischer. Und ach, jawoll. Wunderbar. Gott, wie ich ihn hasse. Keine Ausdauer mehr. Wischer. Viele kleine Wischer vor sich, die mich alle treffen könnten. Keine Ahnung, warum mich nichts davon getroffen hat. So, er macht am Boden. Schnell weg. So, wieder hin. Affentanz? Nee. Wilder Blödsinn. Absolut unpredictable Blödsinn. Zur Seite irgendein Drehding in den Boden rein. Hinfallen. Wischer. Wischer, Doppelwischer, der mich natürlich wegstößt. Aufladeattacke mit Elektrowirbelsturm und danach anschließende Wischer, die mich alle treffen können. Oh. Ich will zumindest ein paar Mal die dritte Phase üben. Nee, der hat keine Wurfobjekte. Aber warte mal. Nee, das ist Quatsch, den brauche ich nicht. Spezialwaffe. Dunkelmond, Mondstein. Nee, den brauche ich auch nicht. Er hat keine Wurfobjekte. Ich dachte, er hat Wurfobjekte. Scheiße. Nee, und du tauschst Waffen ein. Aber ich hab noch einen Quarz. Zwei sogar. Erstmal kurz hier nochmal gucken, was das ist. Erhöht die maximale Anzahl an Pulszellennutzung? Ja, eventuell. Erhöht die Anzahl an Ausrüstbörsenslots der Amuletts? Okay. Erhöht maximale Anzahl an Würfelverwendungen? Nee. Nee. Ausrüstbare Slots am Gürtel? Nee. Wertet den Wiederherstellungseffekt von Pulszellen auf. Das ist nice, aber da wir nur zwei Quarz haben, gibt's das hier. Erhöht den Zerstörungsschaden an Feinden, wenn ein perfekter Block erfolgreich ist. Erhöht den überwältigenden Angriff von Ladungsangriffen. Zerstörung bei perfektem Block finde ich eigentlich gut.
Blockregeneration, Reduzierung wird verringert. Schaden von Ladungsangriffen, Farbekünste verringert. Erhöht die maximale Anzahl der Pulszellennutzungen. Ja. Was haben wir sonst noch? Das ist Legionswaffenzeug. Schnellerer Wundsteineinsatz, ja. Nee. Wurfobjekt, Ergo-Verlust nach Tod. Gegenstandspreise, Regionsmagazin, maximale Gölz. Ja, nee. Erhöht Ergo nach Besiegen eines Feindes? Nee. Let's go, 7 Pulszellen. Das dürfte doch was gebracht haben jetzt. Nee, nicht Eingang. Doch Eingang. Schade, ich wollte Wurfobjekte kaufen. Jetzt habe ich 7 Pulszellen. Das ist natürlich 2 mehr. Ich glaube 5 hatte ich, ne? Ja, ziemlich sicher. Jetzt 7, das ist schon ein bisschen was. Damit lässt sich auf jeden Fall was anfangen. Wieso war denn die kleine Lady jetzt so schnell? Erstmal fast runterfallen. Ich weiß noch nicht mal, wo es da unten hingeht. Ich glaube nicht, dass ich da sterben würde, oder? Würde ich da sterben? Warum auch immer ich dachte, dass ich da jetzt zweimal zuhauen könnte. Nee. Ach Mann. Ey, komm. Man hat keinen Zeitpunkt mehr zum... Oh. Na bitte. Affending, Wischer. Rührwischer. Doppelwischer. Ach so, ja. Doppelwischer. Vergessen. Ach komm ey, jetzt lass mich doch hauen ey!
Und dann kann man dort nicht mal, ich schaff's nicht mal mit 7 fucking Pulszellen durch diesen Affen durchzukommen. Weil... Oh. Wer schubst eigentlich diesen Kronleuchter die ganze Zeit an, dass der durchgehend schwingen kann? Ich weiß nicht, was ich da dagegen tun soll. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Gegen diese Schrei-Elektro-Kacke, wo dann aber genau an meiner Stelle eine Stachel aus dem Boden kommt. Wo kommen diese Stacheln her? Was ist das für eine Mechanik? War es zu einfach? Och, ja gut. Die eine Attacke, das ist zu leicht. Da dürfen wir, das geht so nicht. Da muss ein Stachel aus dem Boden kommen. Was? Woher? Kein Sinn. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Doppelt, doppelt. 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 Und der Affenwischer. Zu anderes Timing als vorhin. Doppelt. Ey, ich drücke auch eigentlich. Gefühlt drücke ich rechtzeitig, aber ich weiß nicht warum. Lass mich da durch.
Bei diesen ganzen Wischern drücke ich immer, aber ich glaube, ich kann. Das ist. Bei den meisten Attacken in diesem Spiel musste man immer ein bisschen später drücken, als man dachte. Jetzt muss ich bei manchen Sachen früher drücken, als ich denke. Das Timing ist einfach so off, wie ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe. Das fühlt sich an wie eine Ewigkeit gerade. Dieses Reinlaufen in diesen Unfug. Ich will doch nur in die dritte Phase mal kommen, damit ich die dritte Phase üben kann. Ich bin ja noch nicht mal ansatzweise am Ende von der ganzen Nummer hier. Ach so, ja klar. Wenn du's Plärren anfängst, dann geht auf einmal hier nichts mehr. Doppelwischer. Affenschaukelwischer, keine Ahnung was. Ach so, ja klar, ja logisch, genau, wir haben plötzlich wieder genau so ein Timing, dass ich wieder überhaupt nichts blocken oder treffen oder zuhauen darf, weil... Übel. Echt übel. Ich möchte nur einmal bitte, so, Kollege Schnürbacken, hab bitte eine ganz leichte zweite Phase. Ich möchte bitte in die dritte Phase kommen. Einfach, damit ich ein bisschen Spaß mit einem anderen Gegner haben kann. Das wäre echt lieb. Das wäre echt lieb. Einfach mal ein bisschen... Gnade zeigen. Seit wann kannst du die denn instant hintereinander machen? Das gibt's doch gar nicht. Ach, dieser Doppelwischer, ne? Das ist auch so ein nerviger Scheiß. Ja, Mann! Ist ja gut! Ich komme nicht an ihn ran, um irgendeinen Schaden zu machen! Fuck! Ja! Nach dem Fallen wird gewischt! Keine Ahnung! Ja!
Ich hab doch gedrückt! Ich drück doch! Mann! Danke, endlich mal wieder in die dritte Phase! Danke! Ach so, der macht jetzt plötzlich auch neue Moves, die ich noch nicht kannte. Ja, perfekt! Ja, perfekt! Ach, Mann! Scheiße, ey. Super, dann konnte ich nicht mal jetzt die dritte Phase ein bisschen genießen, weil plötzlich dort auch ein neuer Move kommt, den ich noch nicht auf dem Schirm hatte. Nein, Mann! Diese scheiß Tische, die hier überall im Weg rumstehen, ey! Doppelter Wischer! Und dann haut er voll weit ab und macht wieder den Move, gegen den ich nichts machen kann. Ach ja, und dann lädt er sich auf einmal, plötzlich kann er sich schneller aufladen. Warum kann er sich denn jetzt so schnell aufladen, dass ich keine Chance habe abzuhauen? Es gibt es nicht. Ach ja, der Stachel aus dem Boden. Ich hätte jetzt echt gerne einen höhenverstellbaren Tisch, dass ich mich hinstellen kann. Letzter Versuch. Ich würde jetzt gerne stehen.
Die erste Phase ist viel zu leicht. Dann hätten sie ein bisschen was von der zweiten Phase in die erste Phase nehmen können. Ein bisschen was von der zweiten Phase in die erste nehmen können. Jetzt braucht er wieder ewig zum Aufladen. Warum hat denn das nicht so lange gedauert vorhin? Und dafür die zweite Phase ein Ticken einfacher. Die zweite Phase muss eigentlich nicht so schwer sein, echt. Das ist voll mies. Braucht ewig zum Aufladen, so, ne? Und vorhin ging es super schnell. Keine Ahnung, woher das kam. Ach, shit. Ah, der Doppler. Der Doppler. Gut, so. Haben wir ein bisschen Spielraum jetzt in der Phase jetzt. Bisschen Spielraum. Alter, nein! Dass er mir nicht mal die Zeit gibt, dass ich ein bisschen kurz mal wieder hochheilen kann. Ich hatte doch die zweite Phase auch schon viel, die dritte Phase. Oh, jetzt komme ich auch noch durcheinander. Danke fürs Einschalten und schön, dass ihr da wart. Dieses Geschrei und das Getobe habt ihr euch jetzt leider antun müssen in der Folge. Ich kann nicht mehr, es macht mich absolut wahnsinnig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.